So, na, wir leben ja noch. Glück gehabt. Ist was passiert, als ich weg war? Nee, oder? Schau mal, wir können da noch Daten sammeln. Der letzte Punkt ist echt fies, also der letzte Punkt in der Liste. Der Planet hat eine sehr schnelle Umlaufbahn. Oh, sowas hatte ich schon mal. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Das ist der, wo wir jetzt hinfliegen in der Liste. Schauen wir mal. Bist du da gerade? Oder bist du da auch gerade? Bereit zum Sprung. Oder bist du da rum? Ich weiß nicht. Hä? 4, 3, 2, Was? Warte mal. 1. Nein. Wo fliege ich denn hin? Warum hat er denn jetzt... Ich bin der Suchwolke hinterher gesprungen. Das war ja schlau. Das wollte ich nicht. Ja cool, dann sehen wir uns vielleicht gleich. Hoppla. Bin ich hier irgendwelchen fremden Leuten hinterher? Das wollte ich nicht. Interessantes System. Was? Bergbare Frachthalte? Hallo? Bergbare Frachthalte. Da sind noch mehr bergbare Frachthalte. Was bedeutet das? Das hatte ich noch nie, glaube ich. Ich komme gleich zu dir, Oskar. Ich lass mich gerade ablenken. Nur kurz. Nur kurz mal gucken. Ich hoffe, ich habe noch genug Zeit. Ist ja immer so, ein Glücksspiel. Jetzt ist so langsam. Langsam so die Phase, wo die Kleine wieder aufwachen könnte. Aber das will ich mir kurz anschauen. Das hatte ich noch nie, glaube ich. Bergbare Frachthalde. Vor allem ist das auf dem Planeten oder ist das... Jetzt zweimal in dem System, habe ich schon gesehen. Nächster vor. Ich finde gerade lauter neue Sachen. Für gut. Also neu für mich. Ist nicht auf der Oberfläche, oder doch? Doch, ist doch auf der Oberfläche. Oder schweben die hier rum? Nee. Die schweben hier rum. Container mit Frachtteilkomponenten. Legale Bergung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. Ja, die nehmen wir doch mit. Keine Ahnung, was ich damit anstellen kann. Frachtgreifer ausgefahren. Boah, ist das ein Trümmerfeld hier.
sieht aus, als ob sich diese Trümmer so ganz langsam Richtung Planet bewegen. Was ist langsam? Relativ schnell sogar. Ich glaube, das liegt an unserer Flugrichtung. So, das haben wir. Ist wahrscheinlich gar nichts Besonderes. Gibt das einfach nur so ab wie die Blackboxen dann? Da ist noch was. Und eins ist noch da, oder? Jetzt fliegen wir dahin. Wo ist es? Epsilon Indy hier. Genau. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Dran denken, dass so jetzt hat, da sind sie. Okay. 9000 bringt da eins. Hier ist ein anderer Commander. Wo sollen wir es kennen? Bei Mitterrand Hollow. Mitterrand? Da. Rage MK2. Könnte das der gleiche sein wie vorhin? Schon vorbei. Hier sind auch bergbare Fragteile. Was sind hier kaputt gegangen? Ich bin noch nicht vorbei. Was? Doch da. Das ist ein Mond von diesem Riesending da. Von New Africa. Auch wie man auch auf, immer auf die Idee kommt, einen Planeten so zu nennen.
Der ist bewohnt. Hä? Warte mal. Bin dezent verwirrt, weil. Wo ist der Plan? Wo ist der Plan? Hä? Wo ist der Planet? Ist der in dem anderen drin? Nee, da ist er. Ah, ja, stimmt, du hast ja gesagt, der hat eine sehr schnelle. Bleibst du hier? Der hat eine sehr schnelle Umlaufbahn. Deswegen. Haut der ab. Ist der davon, die Sau? So. Erstmal scannen. Komm her. Ich hoffe, eine Drohne trifft. Eine Sonde. Oberfläche zu 50% gescannt. Okay, wir haben ihn. Ist das Ding da? Nee. Müssen wir raustroppen? Wie zu schnell. So schnell waren wir jetzt gar nicht. So. Und das verunglückte Schiff. Da gibt's mehrere gleich. Uiuiuiui. Welches ist denn das Richtige? Geringe Sicherheit. So. Das hier? Oder das hier? Wie immer das hier mal. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Bereit zum Sprung. Boah, in 4 Sekunden bewegt er sich halt schon so weit weg. So. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn einfangen kann. Doch. Nein, kann ich nicht. Weil der Große mich so verlangsamt, dass ich an den Kleinen so nicht rankomme. Willst du eine Teameinladung, dann weißt du, welches das Richtige ist und kannst du mich fragen. Oh, das wäre fast eine Idee. Ja, mach doch mal. Normal würde ich gerne alle absuchen, aber bei dem Planeten ist das sehr fies und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Deswegen lad gerne ein. So, Dankeschön. Teamsignal habe ich jetzt auch noch nicht. Da. Sehr gut.
Das heißt, das da muss die richtige sein. Ich muss nur näher ran. Oh, dieser andere Planet, der ist im Weg. Ich fliege mal kurz weg und versuche dann einen neuen Anflug. Mehr Geschwindigkeit. Man muss ja nur in die Umlaufbahn von den Kleinen kommen. Dann klettert man sich da so dran. So, kurz weg. Bremsen, mal schauen. Reicht das schon? Das sieht jetzt gut aus. So. Und der kommt hier rum. So. Komm her! Planet! Ui, das ist es! Ja, sie ist jetzt immer nicht in der Umlaufbahn. Viel zu schnell. Oh Gott. Okay, die 700 Kilometer kann ich jetzt nicht so fliegen. Mist. Aber es ist so schlimm. Ich fliege noch ein bisschen weg. Behalte. Bleib aber in der Nähe. Warte mal, ich will mal das richtige Ziel ausrüsten. So, das verunglückte Schiff hier. Das wollen wir haben. So. Dann springe ich nochmal ganz kurz weg und kreise den. Boah, das ist vielleicht komisch, wenn der Planet hier so um den anderen rumschwebt. Und man sich die ganze Zeit so noch unnatürlich bewegt oder natürlich bewegt. Natürlich unnatürlich. So. Springen wir mal irgendwie. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. So. 4, 3, 2, 1, Sprung. Und jetzt langsam. Erstmal hindrehen. Orbitalflug aktiviert. Und da unten ist er. So. Der Winkel ist nicht perfekt, aber wir kommen näher ran als vorhin. Gibt es geologische und andere Signale? Was sind denn andere Signale? Also wir können sogar gleiten, sehr schön. Kommen jetzt doch ganz gut hin. Du hast dein Schiff wieder zum Ausleuchten benutzt. Ah, deswegen ist es unten so taghell. Ich sehe es. Diese kleine Sonne da neben dem Wrack, das ist das Schiff von Moskau. Oh, vielleicht ein bisschen zu viel Boost. Ich schon wieder. Nein. Oskar, pass auf. Ich komme zu schnell runter. Hui. Ich lasse dich auf den Kopf lande. Ah, hier ist einiges los. Oh, 8. Was für ein Gewusel hier.
So. Oskar ist weg. Willst du mir mein Schiff klauen? Bist du gerade in mein Schiff gestiegen, um abzuhauen? So, was haben wir denn hier alles? Zu viele Signale, ich kann gar nichts. Bist du sicher, dass hier richtig ist? Ich habe hier gar keinen. Ach doch, da. Was hat er denn gemacht? Hat er sein Schiff jetzt ernsthaft genau auf den Uplink gesetzt? Oh, du hast dir den Weihnachtsring geholt. Witzig. Ist schon schick. Ich frage mich, wie der Sauerstoff in dem Schneeball da hält auf deinem Kopf. Oder ist denn eine Karotte drin? Oh, dieser Planet wieder vorbei zerstören. Wollte schon immer mal wissen, wie es aussieht, unten zu sitzen. Unten? Unten zu. Hä? Unten zu sitzen? Unterm Schiff? Oder? Ach so. Wenn einer rausfährt. Ah, okay. Ja. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Blödsinn machen hier, ne? Oh, ich bin im Fahrersitz. Nice! Guck mal, ich kann deinen auch fahren. Sehr witzig. Aber ich habe gar keine Waffensysteme. Wahrscheinlich, weil du die jetzt hast. Oh nein, mein Schiff wird angegriffen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schnell. Ah, mein Schiff wird angegriffen. Schnell weg. Schnell weg. Hui. Von hier kannst du mein Schiff nicht mehr angreifen. Haha. Oh, der geht doch ganz schön ab, der SRV, ne? Boah! Mach's nicht kaputt, das hält nicht so viel aus. Ja. Ups, das wollte ich nicht. Ja. Es wäre lustig, wenn ich jetzt
dein SRV mit meinem Schiff mitnehmen könnte. Macht denn mein Schiff da kaputt? Ich glaub's ja nicht. Lass das. Das ist gefährlich. Gibt es keine Rampe? Nee, leider. Man könnte versuchen, über diese Kuppel zu springen irgendwie. Ich glaube, das klappt nicht. Ja, so geht's natürlich auch. Ui. Ist fast auf. Oh, du bist so schnell. Okay, ich lasse es. Uiuiui. So. Okay, nein, ich habe gerade die Nachricht bekommen. Die Kleine ist aufgewacht. Ich werde jetzt leider aufhören müssen. Okay, du machst eindeutig mehr Schaden, beziehungsweise meine Schilder halten eindeutig weniger aus. So. Ich gehe mein Schiff zurück. Ins Schiff. Und verlasse den Orbit hier, den besonders schnellen. Oder auch nicht, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall muss ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal für den Tipp mit den mit der zwinkernden Katze, mit dem Zeugs hier. Oh, hat Spaß gemacht. Und ich bin ausgestiegen, statt einzusteigen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal dann. Vielleicht ziehen wir uns dann wieder. Ja. Genau. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage, falls wir uns vorher nicht mehr sehen. Ja, wahrscheinlich nicht. Und falls wir uns vorher nicht mehr sehen, einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Hoffentlich wird es besser als dieses Jahr. Kann man ja immer wünschen, auch wenn es dieses Jahr vielleicht persönlich nicht schlecht war. Aber es kann immer besser werden. Ja. Bis dann. Ciao.